Kollege André Hunko für die Gruppe BSW. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich bin der CDU/CSU dankbar für diese große Anfrage, weil sie die drei wichtigen Krankheitsformen MECFS, also chronisches Erschöpfungssyndrom, Long-Covid, Langzeitfolgen einer Corona-Infektion, aber eben auch Post-VAC, also Impfnebenwirkungen, alles drei sozusagen abfragt und hier auf bessere Datengrundlage und bessere Forschung drängt. Und das ist auch richtig so, weil alle drei Sachen müssen ernst genommen werden. Und es ist schon erschütternd, wenn bei der Antwort der Bundesregierung zum Fall Post-VAC, also Impfnebenwirkungen, gesagt wird, hier liegen keine validen Datengrundlagen vor. Das darf nicht sein, weil auch diese Impfnebenwirkungen müssen ernst genommen werden und dürfen nicht einfach bei Long-Covid subsumiert werden. Wie etwa bei dem baden-württembergischen Bürgermeister Frank Wittendorfer, der sich jetzt arbeitsunfähig melden musste, dauerhaft mit 41 Jahren, der nach der Auffrischimpfung so schwer erkrankt ist, dass er seinen Dienst nicht mehr antreten konnte. Es wurde auch zunächst als Long-Covid eingestuft. Jetzt ist klar, es hat mit der Impfung zu tun. Solche Fälle gibt es leider viel zu viele, und sie müssen ebenso Teil einer wissenschaftlichen Erforschung sein. Im Übrigen bin ich auch der Meinung, ich habe schon den Eindruck, es hat auch die Debatte hier ein bisschen gezeigt, dass das Thema Post-VAC nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommt. Und ich glaube, das hat vielleicht damit zu tun, weil vielleicht der jetzige Gesundheitsminister das am Anfang ausgeschlossen hat, dass es Nebenwirkungen gibt. Ich bin der Meinung auch, dass wir eine Corona-Aufarbeitung brauchen, wie sie es auch in anderen europäischen Ländern gibt, unabhängig von parteipolitischen Profilierungen und ideologischen Scheuklappen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Thomas Jarzombek für die CDU.